bin auf der Flucht vor einem bewaffneten Gangster. Nach kurzer Zeit hab ich ihn abgehängt, oh yeah. Ich seh nen Toaster mit der Aufschrift, helfe mir. Ich nehm ihn mit zu mir in mein Revier. Oh. Toaster, Toaster, Baby, ich sorge mich um dich. Oh. Ich heg und pfleg dich und werde mütterlich, denn ich liebe dich. Du bist mein Baby, ich ziehe dich groß. Wow. Jedoch macht er noch öfters in die Hose. Komm schon, setz dich einmal auf Opas Schoß. Wow. Vertraue mir, ich lass dich nie mehr los. Toaster Baby, mein Bruder sagt echt, dass ein Toaster leben kann. Er hat ihn so doll lieb, macht sich nur noch an ihn ran. Er behandelt ihn wie seinen eigenen Sohn und schubst sein eigentliches Kind vom Thron. Oh. Toaster, Toaster, Baby, das ist Elektroschrott. No. Schmeiß ihn in die Mülltonne, in den Kompost. Kannst du vergessen, denn du bist mein Baby, ich ziehe dich groß. Wow. Jedoch macht er noch öfters in die Hose. Komm schon, setz dich einmal auf Opas Schoß. Wow. Vertraue mir, ich lass dich nie mehr los. Toaster Baby, er denkt, ich bin sein Sohn. Doch ich will ihn manipulieren. Ich raube mir sein Lohn. Dann kann ich das ganze Geld kassieren. Ich schreibe mich bei ihm ein Toastbrot und spaziere auf ihn mein Kut. Ich will ihn jetzt eliminieren. Mit meinem Toastbrot werde ich ihn killen. Aua! Stirb, du scheiß Toaster! Ah! Oh. Mein toter, toter Toaster, endlich ist er verreckt. Oh. Mein Bruder, endlich hast du es mal gecheckt. Es war Roboter Love. Der Toaster dachte echt, ich wäre doof. Wow. Nun ist er auf dem Elektrofriedhof. Doch er wird von den Toten auferstehen. Wow. Und uns mit seiner Armee killen gehen. Toaster Baby. Wir hoffen, unsere neue Songparodie hat euch gefallen. Entweder guckt ihr euch jetzt an, wie der Weihnachtsmann keinen Bock mehr auf Geschenke verteilt hat, und zwar in unserer letzten Songparodie. Oder ihr guckt euch unser letztes Wir klären auf Video an, wo wir eure Fragen beantwortet haben. Lasst uns mal in den Kommentaren wissen, was ihr cooler findet, ein Toaster oder eine Mikrowelle. Und auch am besten den Grund, warum. Wir sehen uns wieder nächsten Samstag mit einem neuen Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.